Die Ina spricht ja eigentlich nicht so gerne darüber, aber die ist ja auf dem Bauernhof groß geworden. Ne? Ja, bin ich auch. Ja, bist du, ne? Du bist doch auf dem Bauernhof groß geworden. Ja, wieso? Ne? Du sprichst da selten drüber, ja. Echt? Aber du konntest doch auch nicht mal Deutsch. Ne? Wie? Ja, ich meine, so auf dem Dorf, ne? Ich kann mir das jetzt nur vorstellen, aber so auf dem Dorf, da spricht man ja nur Plattdeutsch im Norden. Ne? Das musstest du doch in der Schule lernen. Ne? Ja, ne, und? Habe ich aber. Ich will das jetzt nicht schlecht machen, Ina. Überhaupt nicht. Ich finde das romantisch sogar, jetzt so auf dem Bauernhof groß zu werden. Ne? Ja, Eltern brauchen ihre Kinder nicht aufklären. Die gucken sich ja sowieso alles bei den Tieren ab. Das meint man immer. Man meint immer so, Landeltern bräuchten ihre Kinder nicht aufklären. Aber das kann ein Riesenfehler werden. Wieso? Ja, weil bei uns zu Hause war es zum Beispiel so, wenn bei uns auf dem Bauernhof eine Kuh gebullt hat. Wenn die dann Kuh, bitte, wenn, was? Wenn deine Kuh gebullt hat. Ina, wie bullt denn bitte schön eine Kuh? Wenn eine Kuh ganz viel brüllt, dann bullt die. Jetzt sag doch gleich immer, wenn die Kuh ganz viel gebrüllt hat. Nein, das heißt aber, die bullt. Nur wenn die bullt, dann brüllt sie mehr als normal. Ja, aber dann mach es doch logisch und sag auch, dass die brüllt, wenn die brüllt. Ja, das habe ich doch gesagt. Ich sag, die brüllt, wenn sie bullt. Dann, was ich sagen wollte, ist, beim Pferd sagt man doch, ein Pferd ist rossig. Ach so. Und bei der Hündin sagt man, die ist läufig. Mhm. Wenn so eine Kuh, wenn die einen Eisprung hat, dann sagt man im Norden, die bullt. Andreas, was sagt man in Mainz? Wenn hier in Mainz eine Kuh einen Eisprung hat, weißt du das? Hier in Mainz gibt es keine Kühe. Ah! Das stimmt nicht! Das stimmt nicht! Wir haben noch am Anfang welche gesehen. Also im Norden sagt man jedenfalls, wenn so eine Kuh bullt, die bullt. Also wenn die einen Eisprung hat. Was ich an ihn nur erzählen wollte, ist immer, wenn bei uns auf dem Bauernhof so eine Kuh eben gebullt hat, da mussten wir los und einen Zettel bei Heini Brüns in den Kasten schmeißen und am nächsten Tag kam der Besamungstechniker. Der wer? Der Besamungstechniker. Was? Ja, Onkel Kikovic. Onkel Kikovic, der war Tscheche. Und der kam immer schon im Schweinsgalopp auf die Diele gelaufen und krempelte sich dabei so die Ärmel hoch und rief immer ganz laut, hat sie schon gebrillt, hat sie schon gebrillt. Oh, Ina. Ja, das war Onkel Kikovic. Ina, was genau möchtest du uns damit sagen? Ich wollte damit eigentlich nur sagen, dass bis ich 13 war, ne, hab ich geglaubt, dass alle kleinen Kinder auf dieser Welt von Onkel Kikovic kommen. Ja, und zwar so. Also du hast dann den Besamungstechniker geglaubt. Ja, Schön. Genau, daran habe ich geglaubt. Und das Schlimme war, immer wenn ich mir ein kleines Brüderchen gewünscht habe, bin ich wieder los und habe einen Zettel bei Heini Brüns in den Kasten geschmissen. Hat's wenigstens funktioniert? Oh, ging so. Wieso? Sind 4 Schwesterchen mal rausgekommen. Ach komm. Ist aber okay. Ja. Ich meine, wo du jetzt schon so nett ins Plaudern geraten bist, Ina, da kannst du doch eigentlich auch noch die Geschichte erzählen, wo du mal nicht auf den Schwanz geachtet hast. Nein, er erzählt es ganz falsch. Ich habe immer extra ganz genau auf den Schwanz geachtet. Ja, ja, aber ja. Nicht als er hochging. Doch, gerade wenn er hochging. Das war ja gerade die Kunst. Der Schwanz ging hoch, man wusste gleich, kommt's, schnell hin, Hand runter und dann die Hand so spät wie möglich, aber gerade noch früh genug, zack, weg. Ja. Kinderspiel auf dem Bauernhof, normal. Ina, nein. Wenn es keine Kühe gibt. Na, wenn du nur die halbe Geschichte erzählst. Wie die halbe Geschichte? Ja, da fehlt das Ende. Wie? Na, also, der Schwanz ging hoch, ja. Du wusstest gleich kommen. Ja. Du bist schnell hin, die Hand war drunter. Ja. Du standst genau in Lochhöhe. Ja. Und dann hat die Kuh gehustet. Ach! Ach. Hattet ihr denn keinen Halmer oder sowas? Halmer? Ach, weißt du